Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Haul. Meine Haare wieder. Wir haben 80 Cent gespart mit der Kaufland-Card App. Ich drehe einfach mal und zeige, was wir geholt haben. Ja, also ich muss sagen, ziemlich ungesund, hätte ich wieder gesagt. Ja. Zeige ich mal wieder alles und ich hoffe nicht, dass so viel M kommt wie gerade in der Einleitung. So, fangen wir wieder hier an. Eisberg, sagt der Kevin, war im Angebot. Wundert mich, weil der war nämlich erst im Angebot Anfang der Woche. Da habe ich nämlich schon 4 Stück mitgenommen. Jetzt haben wir nochmal 3. Glatte Petersilie haben wir geholt. Wirsing ist im Angebot. Dann haben wir nochmal die Milchschon geplündert. Da ist, wie heißt er denn hier? Löwenzahnsalat, ich weiß nicht, den anderen Begriff gibt es auch noch. Dann Wirsingblätter und Radieschenblätter. Genau. Dann habe ich einen Suppengrün mitgenommen, hier ein Bund Suppengemüse für, da sage ich ständig wieder, Gemüsepaste, die ich selber mache, die im Kühlschrank, dieses Pürierte, was ich da mache. Eine Schlanggurke kam mit, die war ein Angebot. Tomaten hat Kevin ausgesucht. Der ist auch im Angebot. Das ist, wie nennt sich das? Hier, Pflücksalat. Dann ist der im Angebot. Den hat Kevin sich mitgenommen. Kartoffelsalat. Für mich wieder ein Pro-Drink. Erdbeer-Banane. Kevin trinkt im Moment nicht. Ein Frischkäse musste mal wieder mit. Wir haben hier eine Lasagne für jetzt gleich mitgenommen. Und dann hat Kevin den mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob der im Angebot ist oder so. Weiß ich nicht. Kam auf jeden Fall mit. Peter, Hirtenkäse kam mit. Dann, mein Joghurtdrink gibt es im Moment nicht. Dafür ist der wieder da. Ich denke mal, dass es das im Moment alles teilweise nicht gibt, wegen dem Pfandsystem, was da jetzt drauf kommt. Dass die das erstmal umstellen müssen. Genau, der ist auf jeden Fall jetzt wieder da. Jetzt habe ich davon einen mitgenommen, von den Bananenmilch. Kevin hat Original Müller. Müller mag ich nicht. Ich finde, das schmeckt immer künstlich. Dann ist hier Salatdressing im Angebot. Für mich habe ich Joghurt mitgenommen. Kevin hat Ranch mitgenommen. Wir hatten sonst immer die teure Marke. Die günstige K-Klasse haben wir noch nicht getestet. Genau, ausprobieren. Dann Cornichons zweimal, diese Gurken aus dem Glas. Dann Bratensoße, also Schweinebraten, habe ich immer gerne da. Dann haben wir hier gerettet. Billiger, 30%, hat Amelie entdeckt. Babybell. Dann ist Haribo im Angebot. Da kam dann Kirschen mit. Diese Schnecken. Bunte Tüte. Das sind das nur Schnuller? Schnuller, ja. Schnuller. Die sind ein Tacken teurer als die anderen Sachen. Ein Tropifood. Dann Colorado. Und dann haben wir hier die Eigenmarke. Kaubonbons. Pfirsichringe. Genau. Und Kekse wollten die Kinder unbedingt fürs Auto haben. Dann nehme ich, wenn immer, nur Butterkekse, damit es im Auto nicht voll schmiert. Genau, jetzt hatte ich schon lange keine, weil ich die Krümel hasse im Auto. Na gut, jetzt haben die mir so die Ohren voll geholt. Jetzt kamen mal wieder Kekse mit. Kevin hat sich Champignons mitgenommen. Dann ist Apfelrucola im Angebot. Das haben wir jetzt einfach zweimal mitgenommen. Und Sauerkirschen kam einmal mit. Dann hat Kevin die mitgenommen. Der Eimerchen ist nicht dabei, der ist jetzt von uns schon, damit hier nicht überall die Erde liegt. Ich kann es leider nicht aussprechen, aber die kam auf jeden Fall mit. Ups. So, da liegt schon wieder Erde, weil ich es umschmeiß. So, Kenne. Kevin wollte nämlich Salat machen. Dann haben wir Grünkohl mitgenommen. Den hatten wir noch nie, ich bin sehr gespannt. Genau, dann kommt da noch Mettwurst rein. Reiswaffeln haben wir 4-mal mitgenommen, dann war es alle. Die kommt nach wie vor halt immer noch gerne, weil die halt am günstigsten ist. Sandwich-Toast kam mit und 2-mal Aufbackbrötchen, wobei ich überlege so gerade, einmal hätte gereicht, ich bin morgen arbeiten. Haben wir nicht nachgedacht. Ja, die wurden schon geöffnet, Snack-Salami. Das hier ist im Angebot.
Streetfood Pizza Lahmacun, türkische Pizza. Haben wir noch nie gekauft. Wollten wir ausprobieren. Genau. Auch dünner Teigboden. Okay. Und worüber ich mich gefreut habe, was im Angebot ist, ist hier Holzstreu. Genau, das war auch günstiger. Das war unser kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Ich glaube, das muss ich nicht zu sehen. Ich glaube, die Tür ist reicht aus. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren und schreibt einfach mal so drunter, was ihr so im Moment gerne esst. Einfach mal als Inspiration. Wir haben so einen kleinen Zettel aufgeschrieben, überall, wo wir drauf Hunger hatten, wie Risi Bisi oder wie der heißt, Reis. Das ist Reis mit Erbsen und Kochschinken, so als Beispiel jetzt. Da hatte ich Hunger drauf, dann habe ich das auf den Zettel geschrieben und dann haben wir letzte Woche die Sachen dafür gekauft und dann hängt das immer hier mit an einem Frost- oder Kühlschrank dran. Und genau, dann kann man dann halt solche Sachen essen. Aber schreibt einfach mal so rein. Ein bisschen Inspiration. Wir wollen mal wieder ein bisschen Abwechslung jetzt, weil jetzt haben wir immer dieselben Sachen oder Fertiggerichte gehabt wegen dem Umzug. Und jetzt habe ich ja auch die Kochbücher wieder draußen. Man kann jetzt endlich wieder loslegen mit Abwechslung. Genau. Ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.